Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farm Manager 2018. Ja, es geht steil bergauf, Leute. Es geht steil bergauf, hoffe ich jedenfalls. Wenn ich mit meiner Maus hier klarkomme, geht es noch steiler bergauf. Wunderbar. Ja, wir haben die erste Paprika-Ernte hinter uns gebracht. Wir haben die erste Gurkenernte mitten im Gang. Und ich bin erstaunt, was da für Erträge rauskommen. Ich meine, bei den Paprika geht es genauso schnell wie bei den Tomaten. Ist ein guter Preis gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei den Gurken ist der Preis ein bisschen minimalistisch, ja. Wenn ich ehrlich bin. Aber dafür kommt auch richtig viel bei rum. Wir gucken erstmal, wir rufen jetzt hier mal unseren Befruchter, nennen wir ihn so, denn dieses Wort ist mir unheimlich, ja. So, dann gucken wir mal, guck mal, wir haben jetzt mit einmal Ernten, werden wir so auf die 6000 Kilo kommen, ja. Und Junge, ich bin erstaunt, aber guck mal, wo der Preis mal war, leider bevor wir angefangen haben zu ernten. Das heißt, wir würden jetzt mit den Gurken im Moment solch einen Preis erzielen. Ja, jetzt sinkt er wieder. Das ist ja ganz toll. Finde ich nicht so witzig, aber naja, gut, was soll's. Ist halt, wie es ist. Jetzt warten wir erstmal, bis die fertig sind mit der Gurkenernte. Und dann werde ich mich, weil wir schon, naja, ziemlich am Ende des Winters angekommen sind, mal mit den anderen Dingen beschäftigen. Wir werden uns auf den Frühling vorbereiten und dafür habe ich mir mal, die Nase juckt, ein bisschen was aufgeschrieben, was ich gerne anpflanzen möchte, beziehungsweise was ich anpflanzen muss, um autark zu werden, ja. Oh, was ist denn jetzt schon wieder reif? Oh, Paprika, jetzt geht's los. Jetzt rasten sie förmlich aus, die Gewächshäuser. Gut, das geht ja relativ schnell. Ja, ich habe meinen Gewächshäusern, den beiden hier hinten, weil ich mittlerweile dann schon wieder ordentlich an Kohle hatte, auch mal dieses Wassersystem spendiert, ja, weil meine Leute waren ja permanent nur am Wässern. Und da habe ich gedacht, nee, die sollen ernten und nicht wässern. Welche Tiere sind denn hier zier Fortpflanzung bereit? Ach, da hinten. Meine Gänse, hallo, schon wieder, immer noch. Na gut, dann macht mal. Ja. Aber wie gesagt, die Gurkenernte zieht sich ganz schön in die Länge. Also das ist nicht so schnell gemacht. Ihr werdet es sehen, die Paprika gehen deutlich schneller. Und ich möchte gern erstmal das Geld dieser Ernte noch abwarten. Jetzt zwischendurch verkaufen finde ich jetzt nicht unbedingt so sinnvoll. Ja, Ernte. Weil, pass auf, ich habe ja gesagt, und das können wir jetzt ruhig mal machen, ich möchte mir... ich habe es mir aufgeschrieben, sollte ich auch drauf gucken, den Miststreuer kaufen. Und der Miststreuer, den finden wir hier irgendwo. Moment, da ist er ja, Und der passt hoffentlich auch an meinen so dran. Ja, den habe ich. Sehr schön, dann köfen wir uns doch den mal, ne? Und der kommt, kriegen wir den da rein? Naja gut, dann nehmen wir ihn auf Parkplatz 2 und dann brauchten wir noch die zweite Sämaschine, um da auch schneller vom Fleck zu kommen. Und das ist dann irgendwas mit Punkt gewesen. Wo ist sie denn? Da, Punkt Sämaschine. Die kann nämlich alles andere anpflanzen, so Kürbis und so, ne? Sonnenblumen und Schnicki Schnacki. Auch die kaufen wir, du kannst die nicht kaufen. Kann ich denn meinen Flug umparken? Da du keinen Platz in der Garage hast, wie jetzt? Ich habe doch extra hier so ein Häusilein gekauft und da steht drauf, kleine Maschinen. Kann ich den umparken? Kann ich auch nicht umparken. Naja, ist ja toll. Was sind denn hier kleine Maschinen? Größe S. Kleine Garage. Ja, danke, danke. Sehr nett, sehr, sehr nett. Können wir das vielleicht auch umparken? Nö. Gut, dann lassen wir das. Wir kaufen, wenn die Stimme mitmacht, denn jetzt diese Sämaschine. Na komm, komm du lieber Balken. Punkt Sämaschine. Kaufen. Ja, bleibt ja nur dieser. Und ja, dann sind wir so weit ausgerüstet, dass wir jetzt alles haben, was wir so zum Start brauchen. Das heißt, wir können dann auf den Drescher sparen, beziehungsweise dann... vielleicht doch mal die 100.000 Euro ins Auge fassen, ja. Denn so langsam aber sicher müssen wir wirklich mal unsere Schulung machen. Das ist, ja,
zieht sich ja nun auch schon ein Weilchen. Sage mal, wie schnell ist denn der wieder weg? Gut, ich habe auch extremst Spuling an, ja. Gut, dann gucken wir jetzt hier nochmal rein in den Verkauf. Weil, also Gurkenpreis ist ja nicht so gut da. Naja, gut, ist halt so. Oh, Paprika streikt gerade wieder. Ob die auch streikt, das werden wir sehen. Da gucken wir mal zwischenzeitlich bei unserer Milch. Oh, so, verkaufen. Was welches ist weg. Dann haben wir Eierchen, die verkaufen wir auch. Die Gürkchen steigen gerade, aber Moment, hier ist schon wieder was fertig. Wahrscheinlich die Tomaten, ja, brav, ganz brav. Und das ist genau das, was ich erzielen wollte, dass wir auch im Winter Gewinn erzielen. Und zwar ordentlichen Gewinn, um entspannt in den Sommer zu gehen. Ne? So, dann werden wir, ja, hier mal weiterverkaufen. La 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 la. Immer zu, Fenster auf, Fenster zu. Oh, jetzt müssen wir sie verkaufen. Jetzt wird es langsam kritisch und das lassen wir jetzt auch so, wie es ist. Ich denke, auch bei dem Paprika lassen wir den Preis jetzt so, wie er ist. Es ist alles gut. Meine Tiere, ja, ihr lieben Gänse. Ihr geht mir ja manchmal ein bisschen auf den Zünder. Ja, komm. Aber was soll's. Wir rufen den guten Onkel, weil immerhin 20 Gewinnen ist schon eine feine Sache. Mehr brauchen wir ja da auch nicht machen. So, dann habe ich hergeguckt oder beziehungsweise gesagt, wir brauchen Lupine. Und wir müssen mal ein bisschen rechnen und intelligenterweise habe ich jetzt natürlich meinen Taschenrechner jetzt nicht dabei. 0,03 Hektar. Und Lupine 150 Kilo für 1 Hektar. Das heißt, wir sollten denn eventuell, ja, hält ja 2 Jahre, wa? Hält ja 2 Jahre, können wir kaufen. Kaufen wir. Lupine. Lupinenkerne. Oh, bevor sie noch höher steigen. Ich würde sagen, mit 50 Kilo sind wir erstmal ganz gut. Können wir vielleicht 2 Felder mitmachen? Also können wir deutlich, näher. Ich glaube, uns würden auch 25 Kilo reichen. Ihr seht das, 150 Kilo pro Hektar. Wir haben 0,03. Das heißt, ach komm, wir kaufen jetzt trotzdem 50, hält ja ein paar Jährchen. Muss bloß aufpassen, dass ich nicht wieder das Falsche kaufe. So, dann hatten wir gesagt, Maiskerne. Da brauchen wir 36 Kilo pro Hektar. Das heißt, wir sind ja wahrscheinlich mit 10 Kilo wunderbar dabei. Kaufen wir mal. Was wollen wir noch kaufen? Ich würde sagen, wollen wir es mal mit Himbeeren probieren? Was kosten denn Himbeeren? Himbeerstrauch. Oh, da brauche ich, was? 6.600 Stück pro Hektar. Okay, das kaufen wir mal dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe, die sind auch dementsprechend ertragreich. Was wollten wir noch kaufen? Warte mal, Lupine und Mais haben wir jetzt gekauft. Damit kommen wir 95 und 85 Tage hin. Wird ein bisschen knappig. Ich würde sagen, wie machen wir es am besten? Wie machen wir das jetzt am besten? Wir kaufen noch Raps. Da schaut es auf ihren Zettel, wisst ihr? Da machen wir auch mal 50 Kilo. Ne, Raps ist sehr ertragreich. Da können wir, glaube ich, auch mit 20 Kilo recht weit. Probieren wir es einfach mal. Wenn nicht, dann füllen wir auf. Ist ja nicht weiter tragisch. So, was haben wir denn jetzt alles Schönes am Start? Ist jetzt schon wieder was fertig? Nein. Und ihr seht also, das mit dem Wasser ist eine ganz tolle Sache. Mein Gott, lass mich doch mal rauszoomen. Okay, ich werde mir die Woche unbedingt eine neue Maus kaufen. Ja. Wenn wir hier mal den Markt beibehalten, also im Blick behalten. Tomätchen ist ja nicht gut, der Preis. Aber muss mal weg, bevor der Preis noch weiter runter geht. Was haben wir noch am Start? Milch. Oh, haben wir verpasst. Das ist bitter. Aber ich finde 35, also 3,50, 3,52 ist immer noch in Ordnung. Der Preis geht deutlich schlimmer. So, das verkaufen wir auch. Ah, weil nämlich gleich der Frühling losgeht.
Ach, seht ihr, Insektenmittel könnten wir auch mal kaufen und so ein Krimskrams. Da haben wir von allem einen Liter. Ja. Wir bereiten uns auf alles vor. Ach komm, dann scrollen wir mal durch. Irgendwo wird es schon kommen. Da! Mittel gegen Pilze. Da holen wir mal 20. Mittel gegen Insekten. 20. Mittel gegen Unkraut. 20. Kaufen. Ach ja, haut sie gleich wieder das ganze Geld raus, ja. Aber gut, ist nun mal so. Und damit haben wir schon fast den Winter überbrückt. Wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen wir nur abwarten, bis die Temperaturen denn hier, also es meistens vergeht so ein, zwei Tage, bis dann die Temperaturen auch tatsächlich so sind. Und im Normalfall sollte es jetzt auch noch mal ganz doll anfangen zu schneien. Also es ist eine erschreckende Regelmäßigkeit hier zu erkennen. 16 Tage. Oh, Gurke. Ah, Gurke kann man nur einmal ernten, oder wie? Okay, na denn. Möchten wir, ja. Okay. Naja gut, warum nicht? Aber für das Geld, was das gebracht hat, hat sich die Gurke wirklich rentiert. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Dann werden wir hier auch gleich wieder Gurke reinsetzen. Seht ihr, und es schneit nochmal. Richtig schön zum Winterende. Kommt nochmal ein bisschen Schnee ins Haus. Ja, sehr schön. Gut, aber Paprika bleibt immer, ist ja mehrfach, oder wie? Aber woran erkenne ich denn, was wieder wächst und was nicht wieder wächst? Oder setze ich hier einfach nochmal Paprika oder Tomate? Ich weiß es nicht. Setzling. Ich meine, das sind ja alles... Nee, Gurken waren eine Saat. Das heißt, ich muss hier irgendwelche Setzlinge rein. Ah, okay. Hammer-System erkannt. Und ja, werden wir denn ändern, würde ich mal sagen. Dass wir hier nicht ständig alles neu machen müssen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dann können wir nämlich vielleicht mal Gurken auch aufs Feld bringen, wa? Das ist ja richtig geil. Bringt einen ordentlichen Schein. Na, ja. Mist haben wir, Silage haben wir natürlich jetzt alles so langsam aber sicher aufgebraucht. Aber wir müssen warten. Gleich ist Frühling, gleich ist Frühling. Gleich geht's los, Leute. So, dann müssen wir hier noch kultivieren. Automatisch. Und bitteschön, Dankeschön. Und dann gucken wir, was wir da für Setzlinge reinsetzen. Vielleicht nochmal irgendwas anderes. Boah, schauen wir mal. Der Frühling hat begonnen. Ja, wie schön. Können wir schon? Ja, möchte ich. Mit Maschinen. Aber bitteschön, Dankeschön. Lege los, junge Frau. Legen Sie los. Wir haben nichts, keine Zeit zu verlieren. So, die brauchen noch. Oh, Insekten auf dem Feld. Oh Mann, und da geht es schon wieder los. Spritzen. Insekten. Automatisch. Und bitteschön, Dankeschön. Seht ihr, und das meine ich. Das ist dann, wenn man das auf Vorrat hat, natürlich umso besser, ja? So, dann kultivieren wir das Ganze. Mit Maschinen. Auf geht's. Natürlich, idealerweise hätte man jetzt noch einen Traktor und da noch was und hier noch was und überall noch was, ja. Wie sieht es denn hier aus mit der Feuchtigkeit, so nach dem Winter? Ach, ist ja ein Traum. Brauche ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber machen. Sehr schön. So, dann geht's weiter mit dem Maschinchen. Können wir ja jetzt mit Mist, ja. Ja, guck mal, wie schön schnell das geht. Ist ja ein Traum. So habe ich mir das vorgestellt. Effektivität vom Feinsten. Ah, oh, jetzt hier. Und los geht's. Ach wie, jetzt, das war's schon. Ja, ich meine, die Animation ist manchmal... Ja. Kann man sich drüber streiten, würde ich sagen. So ist immer mal eine Geschwindigkeit tiefer. So, dann geht's los. Lupine. Und los geht's. Ja, also sollte man sich vielleicht wirklich über kurz oder lang mal den Gedankengang zulegen, dass man hier noch ein zweites Maschinchen sich zulegt. Aber ja.
So, guck mal. Einmal hin, einmal her. Und weiter geht's. So, weiter geht's. So, das heißt, Feuchtigkeit brauchen wir auch noch nicht. Also kein Wasser, ja. Feuchtigkeit brauchen wir auch noch nicht. Ja, warum auch nicht? So, wartet mal, dann können wir ja hier mal gucken. So, Moment. Kaufe Flug Lilly. Warum denn das? So, was wollen wir hier setzen? Cool. Setzling roter Paprika, Erdbeersetzling, Tomatensetzling. Keimende Kartoffel. Bringen Kartoffeln was Schönes? Keimende Kartoffeln. Nö. Das ganze Jahr über Erdbeeren wäre ja auch cool, wa? Wollen wir da Kohl drin machen? Kommt der Kohl wieder? Ach komm, wir probieren das einfach mal aus mit Kohl. So, hier geht's weiter. Ich will keinen Flug kaufen. Ich kann und werde keinen Flug kaufen. Tja. Ganz schön dreist, was die mal alles so haben wollen. Kultivierung mit Maschinen und weiter geht's. Und dann geht's ja bestimmt auch gleich los mit diesen ganzen Erdbeerernten. Dann wird das Gras. Oh, hier müssen wir mal hier. Bitteschön, Dankeschön. Mal ein bisschen gießen. Könnten wir jetzt natürlich auch mit der Maschine machen, aber ich möchte jetzt wirklich erstmal die Felder in Gang bringen. Ja, ist ein Traum. Das ist ja ein wirklicher Traum. So, flupp. Ach, wie süß. Mit Maschinen. Entschuldigung. Ah ja, wusels und wimmels. Ach, das ist schön. So macht das Spaß. Seht ihr mal, so schön kann der Frühling sein. Und wir sind vor dem 1.4. schon am Start. Was ist denn hier fertig? Die Paprika. Und los geht's, Leute. Ah, ich habe keine Leute. Leute, werdet fertig mit dem Gießen. Ja. Du bist auch gleich fertig. Sehr schön. Fahren wir da zurück. Ich finde das cool, sieht klasse aus. So, was setzen wir denn hier ran? Ach, lass mal Mais machen. Mais. Mais, Maiser, Maikauf. Wach. Mit Maschinen. Reicht das? Reicht. Oh, ein Kilo hätte auch gereicht. Naja. Hätte ich meinen Taschenrechner hier gehabt, hätte ich es dann auch gleich ausgerechnet. Aber naja. Was nicht ist, ist nicht. So, eins dürfen wir nicht vergessen. Und zwar den Verkauf, ja, denn wir wollen nicht, dass uns irgendwas hier vergammelt. So, Kuhmilch hier, zack, weg. Hühnereier, oh, gleich weg. Haben wir sonst noch irgendwas? Paprika und dergleichen haben wir jetzt schon vertickert oder wie? Okay, oder haben wir noch nicht, ach so. Können wir ja noch nicht ernten. Jetzt können wir das ernten. Arbeiten. Und weiter geht's. Sollte man wirklich immer mal stoppen, das Spiel, macht sich das Ganze doch deutlich besser. Anzeigen. Pilze. 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 So, los geht's. So, dann haben wir zwei Felder schon angesät. Das ist ein Traum. Jetzt geht es mit dem Feld weiter. Für die, die sich jetzt vielleicht fragen, warum ich nicht das große Feld mache, ganz einfach. Weil ich gerne möchte, dass die kleinen Felder abgeerntet werden. Das große werde ich dann noch machen, wenn die hier alle fertig sind. Und dann kommt da Weizen drauf. Und da muss ich aber erstmal gucken, wie viel ich brauche, ne? Weil Weizen braucht 120 Tage. Und da möchte ich ganz gern, dass das denn auf so einem großen Feld hier ist. Und dann wird die Erntezeit natürlich auch dementsprechend spannend. Deshalb möchte ich vorher die Felder ja fertig abgeerntet haben. Ne? So, fahr mal weg. Super.
So, Fruchtbarkeit machen wir auch mit Mist, Maschinen und Tschüss. Ach, geht das schön schnell. Das ist ein Traum. So ist das schön. Die können ja alle schön rumwuseln. Super. Wie sieht es hier aus bei denen? Feuchtigkeit hält sich noch in Grenzen. Wobei, hier sind sie. Ja, da ist ja Gewächshaus. 11 Tage. Und hier auch. Das heißt, ich werde dann gleich, wenn ich hier die Aussaat in Gang geworfen habe auf dem Feld, da nochmal wässern lassen. So, da haben wir Lupine, da haben wir Mais. Wieso habe ich denn das noch nicht kultiviert? Sowas. Nicht, dass uns das hier wieder fehlt. Okay. Oh, rauszoomen. Nicht rein. Raus. So, automatisch. Ja, und dann warten wir, bis die da fertig sind. Das geht rucki zucki. Dann können die das zweite Feld gleich noch machen. Ah, super. Warten wir jetzt, bis sie das weggebracht hat. Und dann kommt da Raps hin. Sofern ich gekauft habe. Oh Mann. Raps, ja, habe ich gekauft. Mit Maschinen. Ach, ist das schön. Ich freue mich. 990 rote Paprika. Hatte ich hier nicht was für gekauft? Auswählen. Was hatte ich denn hier gekauft? Cool. Mach mal. Bei 5 Kohl wird natürlich jetzt nicht allzu toll werden, wa? Das wäre wahrscheinlich eher was für mein Riesenfeld. Mal schauen wir mal. Gucken wir mal, was wir aus 5 Kohl rauskriegen. So, das heißt, die 3 Felder sind jetzt fertig. Das ist ein Traum, super. So, hier werden wir nochmal schnell gießen, bevor geerntet wird. Per Hand machen wir das. Da kommen, also hier können wir keinen Traktor draufsetzen. Wie sieht es hier aus? Ja, geht auch noch. So, und dann geht's los mit unserem großen Feld. Ja, möchte ich. Danke. Also es ist jetzt in diesem Punkt, nähern wir uns wirklich diesem Status Farm Manager. Ja, also hier kannst du wirklich nicht viel selber machen. Musst wirklich versuchen, einen Überblick zu behalten. Gucken, dass dir nichts verschütt geht, nichts vergammelt, ja. Und dann gucken wir mal, wie der das hier macht. Aha. Wunderbar. Ist auch niedlich gemacht, so an sich das Spiel. Also mir gefällt es recht gut. So.13 Tage. Ja, dann werden wir das noch schnell wässern, bevor das da weg ist. Verkaufen. Wir haben doch Paprika geerntet. Oha. Naja, gut. Denn ist das, wie es ist. Oh, der Milchpreis steigt gerade wieder. Bis zum 4.5. haben wir Zeit. Hühnereier sind gerade gut. Nutzen wir gleich aus. Hm. So, guck mal. Der fährt dann noch eine Bahn zurück und dann wackelt er schon wieder von dannen. Oh Mann. So, das ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo man teilweise mehr Angestellte bräuchte. So, hier werden wir mal mit Maschinen. Oh, Lien, die ist bestimmt schon total genervt und angekotzt von mir. Na gut, ihr Süßen, ich würde aber sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Wo finde ich ihn denn? Denn unsere Zeit ist ganz, ganz lange schon abgelaufen. Und deshalb bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit am Start seid. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.